So, meine lieben Leute, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Stranded Deep. Immer noch abends jetzt, wird es gerade abends, wir sind immer noch auf unserer Plünderungsmission und der Hai muss sterben. Optional, der Hai muss sterben heute. In dieser Folge auf jeden Fall. Ich bin eben halt nur permanent erschrocken, wie schnell es immer nachts wird hier in diesem Scheißspiel hier, ne? Irre, einfach nur irre. Wir hätten ganz hinten ist unsere Insel noch. Und hier geht der wunderschöne Mond auf. Ist natürlich ein bisschen kacke, dass es jetzt wieder nachts wird. Da können wir die ganzen Wracks nicht absuchen. Wir müssen einen guten Wrack haben, wo wir nicht so viel Fläche drauf haben, um den Hai zu töten. Und irgendwie natürlich einen Wrack haben, wo wir Tapes finden oder sowas halt, ne? Ich hoffe, dass wir auf dieser Insel schon mal waren. Sodass sich optimalerweise ein Shelter da befindet. Keine Schlangen drauf sind. Noch irgendwelche Wünsche? Und vielleicht ein Smoking-Dings da ist. Oder vielleicht ein Wasserkollektor. Das wäre natürlich das Beste vom Besten. Hatte ich nur ein Siegel? Ich hatte nur ein Siegel aufgehabt, genau. So, dann mal gucken, dass wir uns nicht gleich schon wieder in so einen Seeigel reinfähren. Felsig. Keine Anzeichen von dem, dass ich hier mal gewesen bin. Sehr, sehr mickrige Insel. Sehr, sehr mickrig. Na, die Kokosnüsse mit. Gleich mal mitnehmen. Wow, hier sind aber gute Ressourcen nochmal. Was ich schon mal ziemlich cool finde. Ressourcen! Hier bin ich noch nie gewesen. Auf dieser Insel, offensichtlich. Oder? Wenn ich mir die ganzen Kokosnüsse hinten angucke. Ne, das sind keine Kokosnüsse, das sind Steine, ne? Na, schade. Gut, einmal die Kokosnüsse. Oder wie sieht unser Wasserhaushalt jetzt gerade aus? Oh, bescheiden. Gut, dann kann ich mal die Situation beim Schopf ergreifen und einfach mal ein bisschen Wasser zu mich nehmen. Weg damit. Wie sieht's jetzt aus? Wird langsam. Na, wir riskieren es lieber nicht. Noch geht's uns einigermaßen top. Wäre totaler Mist, wenn wir da jetzt irgendwie unsere Gesundheit mit riskieren würden. Diese Wellblechplanken nehmen wir dann auch mal mit. Wir sollten uns mal gucken, dass wir nochmal so ein... nochmal herstellen, damit wir... eine Spitzhacke schon mal herstellen können. Ist sinnvoll einfach, ne? Hier bin ich echt noch nicht gewesen, ne? Auf dieser Insel. Wenn wir Pipi finden würden, das wäre so toll, dann könnten wir eigentlich direkt zu unserer Insel zurückreisen und jetzt einpflanzen, da wir auch die Planken hier gefunden haben.
Da könnten wir nämlich, beziehungsweise wir haben ja noch einen. Na, sag schnell. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ein Garten. Um nicht dein Ernst. Nein, trag das doch jetzt nicht, du Affe. Meine Güte. Sehr gut. Hey, mein Spiel ist abgekackt. Mein Spiel ist abgeschmiert. Nee, jetzt nicht mehr, jetzt geht's wieder. Komisch, war ganz, ganz kurz bewegungsunfähig. Guck mal an, was hier alles ist. Die Beuteinsel. Sehr schön. Wie viel brauchen wir eigentlich jetzt, um die Dinger herzustellen? Die Spitzhacke. Hier, warte mal, da brauchen wir noch mal Seile für und einmal einen Stock. Das kriegen wir locker hin. Guck mal, wie viele Seile hier auch sind, ey, Wahnsinn. Also, Dinge, zu denen man Seile machen kann halt, ne? Die man zu Seile machen kann, meine ich natürlich. Ich bin mir sicher, hier habe ich schon dreimal reingeguckt, ob das Pipi-Pflanzen sind. Wir brauchen Pipi. Pipi wäre schon mal nicht schlecht. Na, war ja klar, ne? So. Lass uns doch mal schnell die Stoffe wegbringen. Pipi. Genial. Ach klar, gleich. Geil, Pipi gefunden. So, ich finde mein Boot ziemlich geil. Huch. Allein schon, weil das komplett vor Sonnenbrand schützt, ne? Warte mal, habe ich nicht noch irgendwo Stoffe da? Warte mal eben. Ja, guck mal hier. Pipi sammle ich nachher zum Schluss auf. Muss ich mir merken, wo war Pipi? Wo war Pipi? Hier, ne? Genau, richtig. Klasse. Ah, ein Stein reingebackt. So. 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 Sagt sie schon mal so? Da, klasse. Und jetzt noch ein Stöckchen und dann happy das. Das ist doch mega cool. Dann lass uns mal so ein Stöckchen mitnehmen. Ist da auch Pipi? Nee, schade. Und dann sind wir schon mal gerüstet. Ich bin nicht der Meinung, dass wir schon mal sowas gesehen haben. Ach, super, kann ich jetzt so nicht herstellen. Warte mal. Ich bin der Meinung, dass wir sowas schon mal gesehen haben. Moment mal, was soll der Schrott? Ich hab doch jetzt zweimal Seile. Soll ich veräppeln oder was?
Ach, Leder. Oh, Leder, wir brauchen Leder. Ach, dann kann ich die Seile jetzt mal wegpacken. Ja, nehmen wir gleich mit, diese Wellblechdinger. Mein Gott, wie groß ist auf einmal die Insel geworden? Moment mal, warte mal. Wir kamen von dort, ne? Wieso ist hier auf der rechten Seite eine Insel? Wir kamen von... Oder ist es die Insel, von der wir nicht gekommen sind? Doch, da. Wir sind von da gekommen. Alles gut, alles gut. Ja, ich habe in so eine Schneise gefahren. Ich habe eine Schneise gefahren. Mhm. Rüste doch bitte jetzt nicht dieses scheiß Holzknüppelding aus. Nur wenn wir noch mehr so Planken finden, wäre natürlich super toll für das nächste Regal, ne? So, wir brauchen einmal unser Leder. Mag ich zwar selber jetzt nicht. Hä? Ich habe nur einmal Leder oder was? So viele Benzinkanister, die brauche ich doch alle gar nicht hier. Oh fuck, ich habe nur einmal Leder, ey. Jetzt nehme ich die Planken mit. Dann gucken wir mal, ob wir das eine kleine Wreckchen, was bei uns in der Nähe ist, ob wir da irgendwas Schönes bei rausfinden können. Pipi. Wo sind die Wellblechplanken? Ja, wo sind die? Hä? Mando. Auf der anderen Seite der Insel bestimmt, ne? Ja. Aloe Vera. Ich hatte gedacht, vielleicht haben wir noch mal Glück, dass wir einmal Pipi hier finden, aber dieses Glück haben wir leider nicht. Was? Ich habe mich voll erschrocken, Alter. Und die haben mich hierher gespawnt. Mal. Dreimal gefunden. Wow. Das ist ein Omen. Wo kommen die denn alle jetzt auf einmal her? Sind ja Night Snakes, ne? Sagt das ja schon, der Name. So, hier hatten wir was frei.
Kann mir einer verraten, wo mein Speer jetzt... Achso, habe ich in der Hand. Wahrscheinlich. Nee. Nur den. Ich sehe sie, glaube ich, wann mal. Nee. Das ist ein Stein. Da ist die Schlange. Da auf dem Felsen. Boah, die sehe ich gar nicht. Das ist ja schrecklich. Das ist ja, die ist ja mitten im Schatten, ey. Die sehe ich total nicht, das ist Mist. Treffer. Wir haben nur noch einmal Leder, ne? Dann lass uns doch mal einen neuen Speer machen noch. Extra. Aber wo ist das Wildschwein hin? Da. Mist. Mist. Bleib hier. Ich brauche mal ein Speerzeug. Warte mal. Mist. Mist. Leder. Wegen Leder mache ich das hier. Oh, den hätte ich rausziehen können. Alter, ich muss das Viech doch dadurch sterben irgendwann mal. Ich meine, es hat einen Speer drin. Himmel.
Schwein. Da. Meinst du nicht, dass du langsam mal sterben solltest, du Viech? Drei Speere drin. Vier Speere. Boah, das ist ein Stachelschwein auf einmal. Alter. Oh Mann. Oh Mann. Ich finde das ein bisschen Sünde, ne? Oh ja, in dem Moment, wo ich drücke, läuft es weg. Ich treffe nicht, Alter. Mann, stirb doch endlich, mein Gott, guck dich mal an, du armes Tier, ey. Du armes Schwein. Schön ist das auf der Welt zu sein, sagt die Biene zu dem Stachelschwein. Borsti. Alter, das ist zerbrochen. Ah. Ah, das wird eine lange Jagd. Alter, dieses Schwein, das läuft so zickzack hin und her, das macht einen so wahnsinnig. Fuck you! Hä? Das steht genau immer drin oder so. Da. Da ist das Borstentier. Super. Meine Güte. Borsti, warte. Es darf nicht sein, ne? Ernsthaft. Es darf nicht sein. Na komm, nimm mit. Treffer! Ich hab's erledigt. Wurde auch Zeit, ey.
Wurde auch Zeit. Alter, wie viele Speere das Viech in sich drinnen trägt, ey. So. Müssen wir mal ganz kurz auf Deck bringen. Sehr gut. Dreimal Fleisch kommt dabei raus, wa? Ja, dreimal Fleisch. Das war schon mal sehr, sehr weiterbringend. Für uns. Schmierfleck auf mein Ding. Oder von dieser Insel? Oh, wir brauchen Wasser. Willst du mich verarschen oder was? Passt nur ein Fleisch rein? Ist ja fürchterlich. Nahezu vulgär. So, ich hab mir überlegt, liebe Leute, wir bauen uns hier ein Shelter und das war's für diese Folge. Es hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal und ciao.